Der normale Arbeitsalltag auf der Kinderintensivstation beginnt normalerweise mit einem gemeinsamen Rundgang, mit der Übergabe der Patienten durch den Nachtdienst. Man bespricht die Probleme, die nachts aufgetreten sind, und macht sozusagen einen Plan für den laufenden Tag, damit die Kollegen auch sofort wissen, worauf es ankommt. Die Besonderheit hier auf der Kinderintensivstation ist, dass man intensiv mit den Patienten und auch Eltern und dem ganzen Team zusammenarbeiten muss, sich intensiv mit dem Patienten und dem Krankheitsbild beschäftigen muss und dass viele Dinge auch einfach nicht planbar sind, Notfälle dazwischen kommen, die nicht so eingeplant waren und damit den Alltag nicht ganz alltäglich machen. Ein guter Intensivmediziner darf erstmal nicht auf die Uhr schauen, denn seine Patienten sind sowohl tags als auch nachts krank, und manchmal erfordert ein Ringen um ein Gesundwerden des Patienten eben auch zeitliche Maßnahmen. Wir sind hier in Mannheim eine spezielle Kinderintensivstation, da wir ECMO anbieten, das heißt extrakorporale Membranoxygenierung, sozusagen eine Herz-Lungen-Maschine, und damit Kindern, die ein besonders schweres Lungenversagen haben, helfen zu können. Für die jungen Kollegen ist die Intensivmedizin am Anfang sehr komplex. Also müssen wir Strategien entwickeln, die Probleme organbezogen auseinander zu dividieren. Sie müssen Beatmung lernen, die Bedienung der Geräte, sie müssen Kreislaufüberwachung lernen, und dann müssen sie das Gesamte nicht aus dem Blick verlieren. Und dazu bedarf es intensiver Schulung. Wir haben hier auf der Intensivstation komplexe Krankheitsbilder, viele Patienten, die gleichzeitig betreut werden müssen. Aus diesem Grunde ist es manchmal schwierig für junge Kollegen, alle Krankheitsbilder, alle Schritte schnell nachvollziehen zu können. Wir haben nicht die Zeit, im Einzelnen immer alle Probleme im Detail zu klären, in der Akutsituation. Daher ist es wichtig, regelmäßig externe Fortbildungen zu besuchen. Wenn die Teilnehmer hier ankommen, werden sie von uns in Empfang genommen, herzlich begrüßt. Anschließend nehmen wir sie mit nach oben zum Kennenlernen der ersten Kollegen, die vielleicht schon angereist sind. Dann geht es in die Begrüßungsrunde, Vorträge, und dann starten sie durch in den Tag. Ich erwarte, dass ich hier Theorie gut in Praxis umsetzen kann, ohne dass direkt ein Menschenleben gefährdet ist, dass man das alles mal in Ruhe hier ausprobieren kann. Will natürlich jeder Fähigkeiten erlernen, Wissen für die Praxis mitnehmen, und das ist auch, glaube ich, der Hauptanspruch, den jeder Teilnehmer hier mitbringt. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung, freue mich darauf, hier etwas Neues zu lernen, andere Teilnehmer kennenzulernen und alle Fragen zu stellen, die ich schon immer mal stellen wollte. Das Arbeiten mit den Tieren anstelle eines Patienten ist ein sehr verantwortliches Arbeiten. Fängt an mit einer sehr langwierigen, intensiven Diskussion, was ist die geeignete Methode, respektive auch das geeignete Modell, um klinischen Arbeitsalltag nachzuempfinden.
Durch das Tiermodell ist die Aufmerksamkeit sehr hoch. Man hat ein lebendes Wesen, was Respekt abfordert. Ich hoffe mir für die Teilnehmer, dass sie durch die Realitätsnähe des Modells auch tatsächlich das, was sie sehen, umsetzen und letztendlich das deshalb eher in die Klinik mitnehmen, als wie wenn man nur einen theoretischen Ansatz hat. Medizin im Grünen ist besonders, weil die Teilnehmer endlich einmal raus aus der Klinik sind, weg von der Hektik, sich auf Fortbildung konzentrieren können, das sozusagen erleben können, was in der Klinik normalerweise nicht gegeben ist. Man weiß aber, dass es auch wie im echten Leben um einen richtigen Patienten geht, ein Tiermodell, wo wir bewusst trainieren können und simulieren das, was wir später in der Klinik brauchen. Die Teilnehmer kommen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen hierher, verlieren in aller Regel auch die Angst am Patienten und sammeln dabei neue Erfahrungen. Den Ärzten macht es ganz viel Spaß hier, sich auszuprobieren in möglichst realen Situationen mit geeigneten Modellen in kleinen Gruppen, so wie es auch im Alltag passiert, Verantwortung zu übernehmen, sich einer Aufgabe zu stellen und sie möglichst erfolgreich zu lösen. Eins der Hauptthemen hier ist ja die Sepsis. Das ist ein Thema, was ich gerne vertiefen würde, weil das ein Thema ist, was einen tagtäglich im Alltag begegnet und wo es wichtig ist, dass man weiß, was man zu tun hat. Der Patient beginnt mit dem Kreislauf zu reagieren. Wir können schon die ersten Probleme sehen und wir sind jetzt gerade dabei, diese Frühzeichen zu interpretieren und sind weiterhin dabei, momentan erste Therapieschritte sozusagen zu entscheiden, abzusprechen, damit wir sozusagen der Erkrankung nicht hinterherlaufen, sondern damit wir das erreichen, was wir eigentlich wollen, dass wir die Erkrankung jederzeit beherrschen können. Ob uns das gelingt, das wird sich im Laufe des Tages noch rausstellen. Das richtige Zusammensetzen, das richtige Lesen der Parameter, das ist halt eben wichtig und das diskutieren wir gerade mit den Teilnehmern. Trotz der invasiven Techniken und der hohen technischen Möglichkeiten, die wir hier zur Verfügung haben, ist es schon so, dass wir die Teilnehmer auch immer auffordern, zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken. Das heißt, den Patienten weiter mit ihren Sinnen wahrzunehmen und auch die klinischen Zeichen, die man eben nicht durch die Technik erfassen kann, im Fokus zu behalten. Erkennen und begreifen des Ist-Zustandes und daraus Schlüsse zu ziehen, das ist der Lerneffekt. Und nicht, dass wir vorgeben, jetzt muss das aber so gemacht werden. Denn es gibt schon immer mal wieder auch verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Und deshalb muss man eben erlauben, auch mal diese Wege zu gehen, aber eben im vorgegebenen Rahmen der Überwachungsmethoden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich als Trainer zurücknimmt. Also man muss ganz klar wissen, wann ich bei den Teilnehmern sein muss, wann es kritisch ist. Aber sobald diese kritische Situation überwunden ist, muss man sich als Trainer zurücknehmen. Ich persönlich gehe dann auch mal aus dem Saal und sage den Teilnehmern, sie haben jetzt 10 Minuten Zeit und stelle eine adäquate Aufgabe. Wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Genau. Ja? Und, genau das, was wir uns überlegt haben, habt ihr gemacht. Also für uns eigentlich ein sehr positives Erlebnis, muss ich jetzt einfach mal sagen. Die Teilnehmer sollen hier in dem Seminar Fehler machen. Aus Fehlern lernt man. Die Konsequenzen hier sind in so einem Training natürlich nicht so dramatisch, wie das in der Klinik der Fall wäre. Fehler in der Klinik bedeuten, dass unter Umständen ein Patient geschädigt wird. Wir haben hier die Möglichkeit, dass die Fehler auch dann gleich wieder korrigiert werden können. Wir brechen auch nicht sofort ab, denn wir haben ja viel Erfahrung mit dem Modell und da ist durchaus auch Reserve da, sodass auch Fehler mal verziehen werden können. Das ist hier eine entspannte Situation, das ist eine Lernsituation und
Da ist nicht der nächste Patient erwartet, da ist nicht das Telefonat, was dazwischen kommt, sondern hier haben wir wirklich Geduld, auch auf Fragen, auf alles einzugehen. Ja, was meinst du denn? Das Ding soll weg, oder möchtest du das nicht mehr haben? Nein. Ja. Alles gut, und bald gibt's auch Fläschchen, und dann wird's noch besser. Ich finde schon, dass ich, seit ich zurück bin, mich sicherer fühle, kann entspannter mit Notfallsituationen umgehen, weil man einfach das, was man in dem Seminar gelernt hat, so verinnerlicht hat, dass man es auch in Stresssituationen abrufen kann. Das ist halt auch ein Zeichen, dass sie noch nicht schwimmen können. Die Eltern sind natürlich hier sehr wichtig auf der Station. Es ist wichtig, dass die Eltern anwesend sind. Die Eltern können hier auch jederzeit ihre Kinder besuchen, haben auch die Möglichkeiten, hier vor Ort zu schlafen. Und können sehr gut die Genesung ihres Kindes beeinflussen, indem sie das Kind streicheln, mit ihm sprechen, ihm was vorsingen oder, sobald der Zustand des Kindes es zulässt, es auch mal auf den Arm nehmen.